Ja, die Entschuldigung, dass ich das jetzt, ich bin jetzt Gast in Deutschland und ihr wollt ja nicht. Es müssen Sie Entschuldigung. nicht für unsere Regierung Aber entschuldigen. ich betrachte die heutige Regierung in Deutschland als Fanatiker. Das sind Fanatiker. Das sind Extremisten im Grunde genommen. Das sind Leute, die nicht nach saubere Überlegungen agiert und entscheidet, sondern aufgrund von Tweet und Emotionen. Tweet? Sie meinen soziale Tweet. Netzwerke? Entschuldigung, soziale Sozial, ja, Netzwerke. okay. Ja, genau. Das ist aufgrund von dem. Ja. Sofort, man muss sofort eine Antwort geben, egal was es ist, oder? Das ist rein emotionell. Wissen Sie, ein Land wie Deutschland, also andere Länder auch, aber Deutschland als der größte Land Europas oder Ja. Kontinentaleuropas mindestens, mit der größte Wirtschaft in Europa und Ja, so weiter. wir sind gerade dabei, die zu Ich beseitigen. weiß es, aber Ja. gut. Ich bin höflich mit, sagen Sie, Vielen dass Dank. man führt nicht so ein Land mit Tweets, oder? Es gibt der Entscheidungsprozess muss mit Nachrichtendienste, Ja. mit Beratung und so weiter. Das muss fast wissenschaftlich geführt werden, so ein Land. Ich sage jetzt für Deutschland, das gilt genau gleich für Frankreich, die Schweiz oder Österreich oder sogar Liechtenstein. Aber das ist, so wird heute ein Land geführt, nicht aufgrund von Emotionen. Oder? Und wenn ich höre, jetzt in Frankreich oder in Amerika, ich habe sehr viele Kollegen in Amerika, weil ich habe 4 Jahre gewohnt in Amerika. So, Frauen oder ihren Außenministerin ist tatsächlich lächerlich im Ausland, oder? Nein, auch im Inland. Das kann ich dazu sagen. Ich Ja, ja, ja. will für Ja. den Deutschen hier sprechen, aber Dann tu die sie. vom Außen, Ja. Entschuldigung, das entspricht nicht, was man erwartet von einem Land wie Deutschland. Und es geht vor allem, es geht nicht um, was sie denkt. Das geht mehr auf, wie sie entscheidet, oder? Das ist das Problem. Das Entscheidungsprozess scheint mir total, das ist ein Entscheidungsprozess vor einer Diktatur, technisch gesehen. Das heißt, das ist genau, was Jean-Jacques Rousseau, Voltaire in den 17. Jahrhundert, das ist genau, was sie bekämpft haben. Leute, die entscheiden, dank Ja, die Einleuchtung von Gott, oder? Gottesgnadentum, Genau, ne? Ja, ohne genau. Ratio. Ohne Ratio, genau. Und das ist genau, was seit dem Französischen Revolution, nicht nur in Frankreich, sondern im ganzen Europa und sogar in der Welt, weil in Amerika das ist genau gleich. Man hat gekämpft gegen diese Art von Entscheidungsfindung oder die einfach so vom Himmel kommt. Das muss rationell sein. Das ist, wie man heute ein Land führt. Und mein Eindruck, und nicht nur Eindruck übrigens, meine Analyse, wenn man sieht, wie das Deutschland geführt wird, das ist total irrationell. Das hat sogar keinen Sinn, oder? Und besonders im Falle von Ukraine, ich frage mich, was ist die Zielsetzung, oder? Weil, dass man, okay, wenn man Putin nicht gern hat, warum nicht? Aber nochmals, jemand nicht gern haben, ist kein Ziel. Ja, normalerweise. Ja, Normalerweise. genau, Ja, ja. ja. Aber hier, das ist ein Ziel. Aber jetzt höre ich doch daraus, wenn ich Sie frage, was ist, wenn Amerika weg ist, was machen die Europäer? Ich höre jetzt bei Ihnen raus, die Deutschen machen weiter. Das ist meine Befürchtung. Ich weiß es nicht. Aber wenn man rationell denkt, ich würde sagen, Europa muss stoppen. Aber eben, jetzt kommt das Problem der Gesichtsverlust. Da wollte ich hin. Was wäre da ein Szenario? Wie kann man sein Gesicht wahren? Ich glaube, das ist eben da, wo man total irrationell
bekommt, oder? Ich habe das Gefühl, die Leute sind so fest in diesem Kampf gegen Putin eingesetzt, dass das wird weitergeben. Aber das Problem ist, dass am Schluss man kann vielleicht Geld bringen, vielleicht kann man sogar Waffen bringen, obwohl man hat mit dieser Krise gesehen, dass die Rüstungsindustrie in Europa ist schon an der Grenze, oder? Ist nicht mehr in der Lage, so ein Krieg zu unterstützen, oder? Und, aber nehmen wir an, unsere Industrie kann das tun. Was fehlen wird, das sind die Truppen, das sind die Leute, weil die Ukrainer sterben. Was werden wir tun? Unsere eigenen Truppen schicken? Sehen Sie das als realistisch an? Passiert das? Ihr seht das als sehr unrealistisch, aber wenn wir alles sehen, was passiert in den letzten 2 Jahren, sehr viele unrealistische Sachen sind passiert. Sehen Sie, die Sanktionen zum Beispiel, die waren völlig unrealistisch. Die Erwartungen, das war am 1. März 2022, hat der französische Wirtschaftsminister in einer Europe 1, das ist ein Sender in Frankreich, hat gesagt, wir werden Russland zerstören. Wir werden Russland zerstören. Sie wird krollen von sich selber, oder? Und sie hat dabei gefügt, die russische Bevölkerung wird davon leiden. Das war seine Vorstellung als Wirtschaftsminister. Und heute sieht man genau das Gegenteil. Das Wachstum in Russland ist höher als alle die Länder des G7. Das heißt, dass die Aussage war völlig unrealistisch. Fanatisch. Sogar fanatisch. Aber man hat trotzdem das entschieden. Das heißt, wir sind ein bisschen wie am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Mit Irrationalität. Und die Leute, die heute in Führungsposition sind, sind genau gleich wie vor 80 Jahren. Das ist die genau gleiche Mentalität. Sogar auch gegen die Russen. Mhm.